Wir haben heute ein schönes Programm. Es freut mich auch sehr, dass ich euch an verschiedenen Orten, an spannenden Orten treffen kann. Denn ihr spielt eine sehr wichtige Rolle in diesem Berufsbildungssystem. Starke Verankerung, insbesondere bei den gewerblich-industriellen Berufen. Heute werden die Auto- und Nutzfahrzeuge ganz anders konstruiert als noch vor 15 Jahren. Im PW-Bereich ist das Mischbauweise zum Beispiel. Weiter wird als privatem Umfeld angeschaut, ist eine Unterstützung um, ist das Interesse überhaupt um, wird nachgefragt. Lanz & Marti besteht seit 53 Jahren. Wir haben im Moment ca. 70 Angestellte. Und wir bilden pro Jahr ein bis zwei Fahrzeugschlosser aus. Was habt ihr bis jetzt alles gelernt? Brücken zu fertigen, wenn man das macht, Schweißtechniken, verschiedene Materialien zu verarbeiten, wie Kleben, Schweißen, Schraubverbindungen. Warum habt ihr euch für den Beruf Fahrzeugschlosser entschieden? Also mich interessiert das Fahrzeug an und für sich selber und einfach zu schweren und zu groben machen. Und was soll ich sagen? Einfach das Massive, oder? Und dass man aus kleinen Teilen eigentlich noch ein grosses Produkt machen kann, wo x Tonnen umeinander transportiert werden. Wem würdest du eine Lehre empfehlen? Man braucht sehr viel Geduld. Also Geduld ist einfach das A und das O, weil ohne Geduld kommst du nicht weiter. Hast du dich für den Beruf Karosserie-Spenglerei entschieden? Weil es ist ein vielseitiger Beruf. Ich bin über Verwandtschaft dazugekommen. Ich wollte zuerst Autolackierer werden. Und dann hat mir einfach Spengler hat mir besser gefallen. Weil man auch noch mit Metall arbeiten. Man kann handwerklich ein bisschen mehr tätig sein. Was war das für Sie, so der Anlass? Also, mir hat es sehr gefallen. Wir konnten auch ein bisschen schmecken, wie die Berufe aussehen. Zwei ganz unterschiedliche Ausbildungswelten erlebt. Also der Einblick war sicher gut. Man sieht eben wirklich die Verschiedenheit von diesen Berufen. Oder? Also eine, ja, es ist im gleichen Verband, drin, aber ein Lackierer oder ein Fahrzeugschlosser, das sind doch ganz zwei verschiedene Welten. Oder? Ja, und spannend finde ich auch, dass von den Garros-Berufen, dass ja die Frauen auch noch angesprochen sind, junge. Es hat ein wenig etwas machen, aber eigentlich ja, doch ist das Thema. Ja, und ich musste darum auch kennen. Ja. Was haben Sie für Wünsche an Berufsberater? Dass sie uns die richtigen Lernenden zuschanzen. Leute, die wirklich auch, ich sage jetzt im theoretischen Bereich, wo wir heute einfach brauchen, die Leistungen bringen, die wir brauchen. Dann können wir unseren Beitrag auch leisten von der handwerklichen Seite, dass wir top Lernende haben.